Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play The Night of the Rabbit. Wir sind stehen geblieben bei roten Beeren und irgendwelchen alten Spinnweben. Und wir müssen den Bach finden, damit wir die Sternkarte benutzen können. Den Bach bei der Brücke. Aber dazu müssen wir erstmal eine Brücke finden. Die Frage ist, das ist keine Brücke, das ist so seltsam. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre die Brücke. Das ist eh keine Brücke. Und weiter oben gibt's nicht. Waldweg, jenseits und diesseits und Brücken. Das hilft mir nichts. Ich gehe jetzt einfach mal durch. In der Hoffnung. Brücke. Hier ist nichts, verdammt. Und hier hoch geht's nicht. Ist das? Das ist doch keine Brücke. Da geht's doch nirgends hin. Ich versuch's Der alte jetzt. Magier sagte, ich soll sie an der Bachbrücke benutzen, wenn es... Die Bachbrücke. Was ist die Bachbrücke? Das ist doch die Bachbrücke, oder? Das hier könnte sie auch sein. Nur da komme ich ja noch gar nicht hin. Das ist doch überflutetes Gebiet da hinten. Oder? Nee, das ist schon. Ich muss mal Headset ein bisschen richten, so. Das ist keine Bachbrücke. Bin ich jetzt komplett. Die Bachbrücke, die muss ich. Es gibt nicht viele Wege. Hier ist mal keine. Das könnte sie. Aber das ist doch niemals eine Bachbrücke. Ich meine, da kann man doch keine Sicht auf die Sterne. Der alte Magier sagte, ich soll sie an der Bachbrücke benutzen, wenn es... Der alte Magier, wenn es... Kann ich das so Da benutzen? sind keine Sterne, an denen ich mich... Okay, vielleicht habe ich da ein bisschen gefailt gerade. Es könnte sein, dass ich das nicht lesen muss, sondern benutzen einfach gegen den Himmel. Und dann war das schon richtig mit der Bachbrücke da. Weil es ist der einzige Ort, der mir eigentlich in den Sinn kommt, der so klar ist. Das ist hier draußen, so. Dann das ist die Bachbrücke, da ist ein Sternhimmel. Das ist auch der einzige Sternhimmel, den ich interagieren kann. Das meinte der alte Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die ganzen Sternbilder erkennen. Und die vier Portalbäume von Mauswald, von denen der Marquis und der Magier sprachen. Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum. Und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau, das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg. Aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Na, mal sehen. Was ist das? Pokal. Erkunde den Nachthimmel. Käferologie, immer nur draufklicken. Mal sehen, ob ich das auf dem Käfer benutzen muss. Verbringe einen Monat im Mauswald. Soll ich jetzt einfach pennen? Tag, Nacht oder wie? Fährtensucher, so viel Tau überall. Boah, das sind so viele Achievements. Die kriege ich doch so nie. Gut, weiterspielen. Warte, Moment, muss ich mal. Oh, ich sehe gerade, bei mir ist Gewitter draußen. Also, wenn es ein bisschen blitzt oder. Ja, das werdet ihr ja nicht hören, aber ich meine jetzt Gewitter und so hört man ja. Wenn es da ein bisschen laut wird, hoffe ich, ihr verzeiht es mir. Ich muss auch, ich werde nachher den Part ein bisschen Schluss machen, weil Gewitter zocken ist immer ein bisschen Risiko. Also, genau darunter stehen. Sind jetzt überall auf den. Die seltsamen. Denn ich glaube, ich weiß, wo der eine Baum ist. Es kann nur der eine hier sein. Das ist ja so ein seltsamer Baum. Das müsste doch ein Baum sein. Nur ein Hula, aber ich höre, der Wind weht durch den. Das klingt fast das Orgelspiel des Windes.
Der Atem des Waldes. Hm, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Es ist bin der Pfadbaum. Ein Dichter? Das ist der Pfadbaum. Magier, verdammt, jetzt nochmal. Check's doch mal. Der sieht aus, als ob er schon vor tausend... Irgendjemand hat da vier Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Vier Öffnungen. Stein mit Muster. Das bringt nichts. Das ist mit Sicherheit im Portalbaum. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Die Öffnungen. Die Sternkarte da drauf. Da sind keine Sterne an. Natürlich sind sie nicht. Vielleicht muss ich dahinter? Gut, das ist schon mal in Betrieb. Das muss offen sein, verdammt. Aber ist es nicht. Verschlossen. Ist blöd. Da draußen kann man den Wasser... Dann geh raus. Da sind doch auch Sterne. Blick in die Ferne. Das klappt nicht ganz. Der alte Magier sagte, ich soll sie an der Bach... Ich kann sie also nur an der Bachbrücke benutzen. Na gut. Enorm große Rübe. Was will ich tun? Salat oder wie? Steinberg. Kann ich mit dem so quatschen? Und da hinten hinlaufe? Ist ja nur der eine. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiten, dass du mir... Was? Na? Das ist auch... Aber... Da, wenn, ja, gut, da. Kennen wir. Wir dürfen das Bett benutzen. Okay, okay. Wir haben absolut keinen Plan, was wir tun sollen. Ich glaube, ich gehe mal einfach hier ins Zwergenbett liegen. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Dann lieg. Niemand da. Die Arbeit. Du kannst hier die Betten niemand benutzen. Junge, benutz die Betten. Schlafe. Kannst du auch Buch lesen, wenn du nicht schlafen willst. Da vorne ist ein Bett, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt pennen zwei davon. Wo ist der dritte? Die Laterne will ich haben. Gut, das bringt mir nichts. Nein, das bringt alles nichts. In dem Fall, der ist nicht hier. Das Posthorn könnte ich nachher benutzen, will ich jetzt aber gar nicht. Wo ist denn der andere? Es sind, Alter, was machen die ganzen Fruchtstatuen hier? Und was macht der Typ mit der Triangel? Und hat der Käse gut geschmeckt? Okay, ich sollte mir am Tag... Oh, ich sehe da einen Tropfen. Bin ich hier als Krähenspäher und kenn ich. Da ist ein Tropfen. Immer noch ein schnell dahingluchsender Kalb. Ist mir egal. Wir reden erstmal mit dem Felsflüsterer auf die Fruchtstatue. Ich habe keine Ahnung, was die überall soll. Du bist lustig, kleiner Junge. Ja, toll. Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Ist denn also Radiomoderator? Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am... Maulwurf ja, Mittag und am Abend ist gut. Gibt es Hoffnung? Ich wollte auch immer mal zum Radio. Ich glaube, das ist das gleiche Shit wie immer. Ja, ja, gut, gut, danke. Diese Blume haben wir schon und ich rede jetzt mal mit dieser sehr nicht sehr vertrauenserweckenden Gestalt, der irgendwie glückslos auf dem Rücken trägt. Harte schwarze Schnäbel des Unglücks hacken auf deine kleine Seele ein. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden... Du kannst doch sicher etwas Glück gebrauchen. Schon ja. Ein wenig. Seltsamer Typ. Gut. Wir gehen. Der ist mir zu strange. Die will anscheinend nichts Genaues. Kann ich ihr die süßen Beeren geben? Weil sie auch die irgendwie so... Die machen bestimmt nur Flecken und werden zum... Ja, auf den Kopf platschen und Gutes. In dem Fall nicht. Wir haben so viel Shit einfach. Wir haben einfach viel zu viel Shit. Den haben wir auch schon, der ist auch da. Das sind alles nur... Okay. Ist jetzt eigentlich die Spinne wieder da?
Das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Die Spinne müsste ja jetzt irgendwo da Rage Amok laufen. Leider nicht. Die ist weg, tot. Wir haben ihr Netz zerstört und jetzt kommt sie nie wieder. Wir haben ihr Zuhause vernichtet. Brutal. Ohne Rücksicht. Na gut, na gut. Was sollen wir sonst? Wir gehen mal ins Café. Oh, hallo. Was hat denn der da für Rüben? Gleich mal quatschen. Da bist du ja wieder. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Pah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Entschuldigung? Aha. Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Willst du mir nicht irgendwas geben? Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Langweilig? Ich hab doch da explodierende Kekse und gesunde Küchlein, die ich nicht hergeben will. Langweilig. Kannst ein bisschen mit dem Knackfrosch spielen. Oder weiß auch nicht. Witze. Pah, langweilig. Langeweile. Hier, die sind genauso langweilig. Du kannst einen Zapf haben oder Nagel. Wie ein echter Kerl mit einem Nagel irgendwo. Im Stock kann man viel anstellen, das bringt leider nichts. Pfeffer, Zuckerlöffel, das bringt uns alles gar nichts. Was will ich damit tun? Wir können. Den Hut will ich nicht geben. Langweilig. Wir müssen also etwas gegen die Langeweile tun. Nee. Lohnt sich gar nicht. Hallo. Extravagant. Ich will explodierende Kekse. Gerne. 5 Stück. Alles. Hallo, Anja. Willkommen zurück. Ich habe gehört, die Hasen wartet auf eine Torte. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Seit Torte. Seit 3 Tagen. Ja, ja. Die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Ja, dann rede mit mir. Hast du eine Liste für mich? Ich habe wahrscheinlich alles bereit. Ich habe wahrscheinlich alles bereit. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Gut. Ich habe jetzt was bekommen. Bis später. Ich muss zuerst mal lesen, was ich da habe. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hasen. Ein Stück Schokolade. Eine Handvoll süßer roter Beeren. Habe ich. Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Milch und Rübensirup. Rübensirup geht bestimmt, wenn ich die große Rübe hinterm Haus anzapfe mit dem Zapfhahn und da ein bisschen rauslasse. Aber Milch. Wo kriege ich Milch her? Ich habe doch keine Kuh in der Nähe oder Personen, die ich melken könnte. Gut, ich lasse es. Ich nehme den mit. Den Schlüssel lasse ich besser. Mann, ich will den haben. Den Schlüssel, die werden. Ich brauche Milch. Gut, Milch. Toll. Woher will ich Milch kriegen? Ich habe doch noch nie irgendwo Milch. Naja, gut, dann. Milch, Milch, Milch. Das im Schmetterling muss ich bestimmt auch was anfangen. Nur noch nicht jetzt. Ja, habt ihr Probleme? Kann ich euch helfen? Seid ihr erkältet und hustet stark? Nein, nein. Erst mit Arbeit. Gut, nichts sonst Neues. Wird aber... ohne Spaß, das haben wir schon mal. Ohne Spaß macht doch gar keinen Spaß. Beides Jetzt ist wichtig. Streite doch nicht. Ich finde, beides ist wichtig. Ja, du hast recht. Manchmal bin ich fast zu ernst. Und dann wirst du sauer, wenn's mal nicht läuft wie geplant. Du bist da viel spontaner. Dafür hast du das bessere Fachwissen. Ach, Quatsch. Doch, doch. Gut, vielleicht ein bisschen. Ach, du bist doch der beste Bruder. Naja, du hast ja nur einen. Hm. Schränkchen? Das habe ich schon gemacht. Stimmt, ich habe ja schon alles raus. Ich wollte nur, damit sie sich wieder vertragen. Gut. Mit den zwei quatschen ist irgendwie... Nee. Oder hat er Milch? Hallo, Herr... der junge Westkirchen. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup, Käsekuchen mit Walnüssen. Nein. Ein Frisbee.
Gibt es was zum draußen spielen? Eine Frisbee zum Beispiel. Vielleicht sind die Hubschrauber aus einem antiken Spielzeugsoldatenset hier das Richtige für dich. Sie sind grün und sehen aus wie Propeller. Eine Seite klebt und du kannst sie dir auf die Nase stecken. Das sind bestimmt diese Hubschraubersamen vom Ahornbaum. Noch grün, aber antik? Wenn die älter als 2 Tage sind, haben sie das Geheimnis der ewigen Jugend gelöst. Naja, wie viel kosten die denn? Nur schlappe 2 Laubtaler pro Hubschrauber. Und ich gebe dir diesen ausgezeichnet erhaltenen Stock bei einem Kauf von 5 hinzu. Nun... Ich hab kein Geld. Und noch diesen einzelnen Socken mit den eingestickten Initialen RD. Wie ist dein Name, mein Junge? Jerry Haselnuss. Nun, RD. Rerry Daselnuss. Passt doch wie Saat in Topf. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Oh, fast wären wir ins Geschäft gekommen. Verhandlungsgeschick ist wichtig, Sohnemann. Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich bald. Toll. Kannst ja schönes Leben genießen. Ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Ja, glaube an, jetzt halt mal die Fresse, Junior. Sei doch einfach wie dein Sohn und sag nichts und halt die Fresse. Gut. Ach, wie schön ruhig es auf einmal ist. Ich brauche Milch. Eine Eule gibt keine Milch. Ich wollte so, weißt du, so hier Ursula anzapfen. Sich so. Also was macht die Grund hier muss arbeiten. Doch manchmal braucht ich kann das einfach Hilfe nicht hören von jemandem mit dem wir können den Wildfu alles in wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir seltsamer Typ. Eule, Konrad, rede. Gibst du Milch? Wir bereiten schon das Wild. Auch wenn dieser seltsame Gast erpicht ist, mir die Zeit zu rauben. Euer Lass liegt brach. Wie oft sie das auch wiederholt. Es macht doch keinen Sinn für uns. Uhu. Jerry, ich habe gesehen, wie ihr in unser Gemälde gesprungen seid. Uhu. Und du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Vielleicht hat Jonathan recht. Vielleicht weiß er mehr über die Dinge als ich, ja. Jonathan, rede bitte. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann. Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Ja, da schon. Gesund. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren bei meinen Kontemplationen. Wie bitte? Konrad kann sich nicht konzentrieren, wenn hier so ein Krawall ist. Kannst du vielleicht draußen mit Ursula spielen? Ich nehme sie schon mit. Ja klar, was spielt sie denn gerne? Kannst du es dir nicht denken, Grünschnabel? Sag jetzt nicht verstecken. Ich habe keine Bock zu suchen. Sie liebt es, verstecken Nein. Zu ich habe Ursula gesagt, dass sie nur innerhalb der Stadtmauern spielen soll. Ich will nicht. Wegen also was hat er für eine Fresse? Und nachts muss sie schlafen. Alles klar. Uhu. Endlich mitnehmen jetzt. In Ruhe arbeiten. Dann mach mal die Augen zu und zähl bis 10. Nein, ich will sie doch dem alten Herrn, dem langweilig ist, geben. Ob du es wohl schaffst, Ursula 4-mal zu finden? Wieso sollte ich Ursula 4-mal finden, ihr verdammten Bastard? Ich hab doch nicht... Oh Mann. Wahrscheinlich muss ich allen Scheiß durchsuchen und das wird ich niemals finden.
Ursula, verdammt, ich rede mal mit ihm, vielleicht will er Ursula finden. Hey du, hast du Bock Verstecken zu spielen? Entschuldigung? Wenn mir nur nicht so... Nein, ich fühle mich so scheiße. Jetzt muss ich auch noch verstecken und so. Oh, nein, innerhalb der Stadtmauern, hier ist schon weg. Aber Milch, Blausaft gibt doch keine Milch. In dem Fall nicht. Oh, ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte wieder zurück rein, hier runter. Gut. Wir müssen jetzt auch noch Ursula finden. Das finde ich ganz toll. Oh Mann. Oh Mann. Eine Abwaschschüssel. Ich meine, Ursula könnte überall sein. Wie will ich die viermal finden? Da ist sie. Gut, ich muss unbedingt ein paar beenden. Ich schau mal kurz nach draußen. Ja, das Gewitter hat sich wieder gelegt. Ursula! Ha, du kleiner Bastard. Hab ich dich. Weg ist sie. Niedlicher Fratz. Finde ich nicht. Finde ich absolut gar nicht. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play The Night of the Rabbit.